Guten Morgen, auf der Zugbildung 3 wird für Sie ein KLV bereitgestellt, den Sie nach Basel bringen. Rüsten Sie Ihr Fahrzeug auf mit Zugort U und Bremsstellung G. Wechseln den Führerstand und holen Ihre Waggons von Gleis 4. Hinweis, bis Sie vor einem Zug hängen, befinden Sie sich auf Rangierfahrt. Ja, und damit Servus und grüß euch zu einer weiteren Folge Train Simulator 2019 hier auf meinem Kanal. Wie hier schon in der Ankündigung gelesen, wir bringen einen Güterzug mit KLV, also einen kombinierten Ladungsverkehr, nach Basel. Als Zuglok sehen wir hier oben schon unsere MRCE-Dispo-Lokomotive. Und ich würde sagen, wir rüsten den Zug jetzt mal in den angeforderten Orten auf und holen uns mal unsere Waggons von Gleis 4 ab. So, dazu müssen wir jetzt einmal hier den Hauptschalter einschalten. Oder den Batterieschalter, schauen, dass unsere Spannung hier mal aktiviert wird. Batterie ist ein, jawohl. Ich würde sagen, wir fahren mal mit dem vorderen Pantographen. Bremsstellung G ist gewünscht. Die Türsteuerung und so weiter ist jetzt bei uns ja nicht aussagekräftig hier. Schalten den Führerstand einmal in die Einstellung, lassen die Systeme hier mal hochfahren. Dann werden wir hier mal das System umstellen auf die Deutsche Bahn. Schalten uns hier mal die Instrumentenbeleuchtung ein. Heben den Pantographen. Unsere Spannung liegt an. Müssen wir auf unser Display hier warten, bis wir den Hauptschalter einschalten dürfen. Das ist jetzt der Fall. Dann können wir den Führerstand noch aktivieren. Und dann können wir noch in der PZB einmal die untere Zugart wählen. Dann schleppen wir uns hier noch unser Licht ein. Jetzt müssen wir jetzt einmal hier auf die hintere Tafel wählen. Wenn wir schon dabei sind, können wir hier mal die Federspeicherbremse lösen. Dann unser Spitzenlicht hier einschalten. So, das sollte jetzt auch passen. Jawohl. Dann können wir den Führerstand hier mal in die Ausstellung schalten, die Bremsen lösen und den Führerstand einmal wechseln. Den Führerstand hier wieder aktivieren. So, damit haben wir jetzt Ausfahrt. Der Rest sollte passen. Das heißt, wir lösen hier mal die Bremse und schalten hier mal Leistung auf. Die AFB, würde ich sagen, schalten wir uns nachher erst einmal zu. Wie schon angekündigt worden ist, sind wir ja hier in der Rangierfahrt. Das heißt, wir dürfen hier nicht schneller fahren wie 25 Stundenkilometer. Zusammengesetzter Zug hier auf uns wartet. Hier links sehen wir eine kleine Dieselfraktion von der BR 218 und der 294. So, dann rollen wir hier mal in den Morgenstunden am Freiburger Güterbahnhof unserem Zug entgegen.
So, laut Weichenlaterne dürften wir jetzt hier nach rechts fahren. Ein bisschen Leistung aufschalten. 25 dürfen wir ja fahren. Oder mehr rollen. Hier steht schon einiges rum, was transportiert werden muss. Hier vorne sehen wir in der Morgendämmerung unseren Zug stehen, den wir uns hier jetzt annähern. Steht auch schon der Wagenmeister bereit. Wagenmeister und der Rangierer. Aber wir müssen eh wieder selber aufsteigen und uns den Zug ankoppeln. Die zwei deuten uns jetzt nochmal an, wie weit das wir fahren können. Aber das werden wir so auch hinbekommen. Rollen wir hier gemütlich einmal dran. Und angedockt, die Bremsen mal leicht anziehen, damit wir nicht losrollen. Und dann begeben wir uns hier mal aus dem Führerstand. Warnweste haben angezogen. Schauen wir, dass hier nichts auf den Schienen unterwegs ist. Und dann einmal zwischen die Puffer durch. Schauen wir mal, ob wir unseren Kupplungshaken hier erwischen bei unserer Lokomotive hier und hängen das Ganze hier mal an. Bremsschläuche werden verbunden. So, wir steigen hier wieder ein. Also einmal Bremsprobe, das heißt einmal auf Vollbremsung, Schnellbremsung braucht man nicht machen. Schön zu hören, wie hier den Waggon abstreitet. Und die Bremsen prüft mit dem Hammer, ob die Bremsschuhe auch alle angezogen sind. Okay, und jetzt bitte. Einmal die Bremsen lösen, damit wir nicht direkt wegrollen. Federspeicherbremse. Stellen wir uns die Federspeicherbremse an. Das können wir auch so lassen, um den Führerstand zu wechseln. So, also die Bremsprobe haben wir erfolgreich überstanden. Das heißt, den Führerstand hier schalten wir wieder so weit ab. Wechseln in unseren Fahrführerstand für diese Sequenz. Schalten hier uns das System wieder nach vorne. Ziehen hier die Bremse leicht an. Lösen natürlich unsere Federspeicherbremse. Und schauen wir mal hier, wo die Widerstandsbeleuchtung ist, die ist eh aus, oder? So, jetzt scheint hier von draußen so schön hell rein. Fahrtrichtungswende haben wir noch vorne. Wir haben gesagt, wir wollen uns noch die AFB aktivieren. AFB
Die können wir dann hier mal auf Tempo 40 hochstellen. Das heißt, im Moment würde ich sie eher mal noch auf 25 runterregeln oder auf 20, da wir ja noch einen aktiven 500 Hertz Magneten hier haben. Dann können wir die Bremse lösen, weil Ausfahrt haben wir ja mit Langsamfahrt, und schalten hier etwas Leistung auf. Und dann schauen wir mal, ob wir hier alles mitnehmen. Den Zug jetzt erst immer auseinanderziehen und wir rollen los. Das heißt, jetzt können wir die Leistung ein bisschen weiter hochstellen. So, hört sich so an, wenn ich den Zug jetzt komplett gezogen hätte. Jawohl. Eine Menge Gewicht hier am Haken hinten dran hängen. Aus dem Stand einmal nicht zu viel Leistung hochfahren. Licht hinten haben wir keins an, nur die Spitzenlichter vorne, das passt. Aufschalten hier. Hör mal, wie schön unser Taurus hier wieder seine Tonleiter abspielt. Wir fahren hier mit einem RWA Taurus aus dem Railjet Advance Paket. Im Gegensatz zu den anderen Videos hier immer die Grafikeinstellungen ein bisschen geändert, entsprechend der Anweisungen oder der Empfehlungen des Szenariobauers. Ich hoffe, dass das so passt. Das müssen wir ja normalerweise nicht bestätigen. Der 500 Hertz Magnet ist uns abgeschaltet worden. Das heißt, wir können hier mal auf die 40 hoch beschleunigen. Gebäude hier und die LKWs im Scheinwerferlicht zu erkennen. Hier, wie gesagt, links abgestellt eine BR294 und eine BR218. Kleines Dieseltreffen. Das ist noch eine schöne Lackierung mit dem weißen Lätzchen vorne. Bei unserer 218er, die 294 war von Railion. Das heißt, wir dürften hier mal die Hauptstrecke erreicht haben. Müssen wir jetzt warten, bis unser kompletter Zug hier mal aus dem Bereich ausgefahren ist, aus dem weichen Bereich, bevor wir hochbeschleunigen dürfen. Hier bringt ein Kollege vom Cargo von der SBB Containerwagen irgendwie in den Güterbahnhof. Werden in der Zugbildung vermutlich die Waggons neu zusammenzustellen und zu ordnen. Oh, ein kleines Foto fürs Familienalbum. Müssen wir dem aufpassen, wenn wir den Bereich verlassen, weil ist ja nicht so wie bei den VR-Lokomotiven, dass hier extern dann die Sieve abgeschaltet wird. Die könnte man natürlich auch weglassen, aber ich möchte das ganze Szenario so realistisch fahren wie möglich, also auch mit den ganzen Zugsicherungssystemen. So, wir haben die Strecke erreicht und dürfen hier hoch beschleunigen. Ich glaube, eine Vmax war ja nicht angegeben, so viel ich weiß. Rein, da war nichts drinnen. Das heißt, den unteren Zugrad dürfen wir, glaube ich, ja maximal 105 fahren.
als Höchstgeschwindigkeit. Oder fahren wir jetzt mit 100? Das ist jetzt eine gute Frage. Aber nachdem unser Zug, glaube ich, auch nicht kein Leichtgewicht ist, würde ich sagen, dass uns die 90 km ausreichen. Hoffe ich. Müssen wir also zweimal hier die Punkte überfahren. Am Basler Rangierbahnhof einmal anhalten in der Zugbildung. Auf die richtige Zugbildung abstellen. Dann schätze ich mal, müssen wir die Lok abkuppeln und vielleicht ist das ein Wendepunkt und hier dann eben in die Abstellung. Das werden wir dann sehen. Das ist jetzt wieder das kleine Manko hier an der Strecke Freiburg-Basel. Das ist eine wunderschöne Strecke, eine der besten Strecken, die es, glaube ich, für einen Train-Simulator gibt. Ich sage jetzt mal neben Konstanz-Villingen, Berlin-Leipzig und Koblenz-Trier, so im Modeltal Reloaded, glaube ich, eine der schönsten Strecken, die es hier gibt. Aber das Ding ist wirklich ziemlich ressourcenfressend, solange man hier die Stadt noch im Bereich hat. Sind wir hier mit den Nachladeruckern. Und das Ganze eben, obwohl, wie gesagt, die Grafikeinstellungen schon etwas minimiert sind. Dispo-Lok, unsere ES64U2, wird den Zug hochbeschleunigt. Ja, das ist ja auch das Problem, wenn man hier die Außenansicht wechselt und ja die ganzen Sachen nachladen muss. Das dauert halt dann wirklich eine ganz schöne Zeit. Können wir nur hoffen, dass uns die Fahrdienstleitung wohl gesonnen ist und uns nicht allzu oft zur Seite nimmt und uns zu Überholungen beiseite stellt, dass wir nicht so lange brauchen, um den Zug wieder zu beschleunigen. Leider nicht allzu viel mitzubekommen vor dem Verkehr, muss ich sagen, oder vor dem Funkverkehr. War also ziemlich leise hier. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, kam, aber ich es ausgesprochen schon, hat uns die LZB signalisiert, dass sie einen Halt zu erwarten haben. Wir sehen das eher im Vorsignal auch, wobei das bei uns ja in der LZB keine Auswirkung hat. Aber wir sehen ja an den Anzeigen unter dem Tachometer mit den 3-0ern, dass eben hier ein Halt zu erwarten ist in 800 Metern. Also bremsen wir hier einmal schön runter. E-Bremse anfangen, würde ich sagen. Hier links sehen wir ein Eurocity oder ein Intercity vorbeifahren. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir hier halten müssen.
unten. Sehen wir Flugverkehr, einen kleinen Segelflieger würde ich sagen. Waggons gegen die Lok drückt. Einmal die Bremse hier anziehen, dass wir nicht wegrollen. Dann müssen wir jetzt warten, bis unser Kollege hier aus dem Fernverkehr unseren Wagen, unseren nächsten Signalblockbereich verlässt. Aber das gibt zumindest die Möglichkeit für ein schönes Bild hier. Das ist ein Zug mit kombiniertem Ladungsverkehr, aber wenn ich das richtig sehe, haben wir nur in unseren Taschenwagen LKW-Auflieger von LKW Walter geladen. Oder uns wurde uns zum Zugverband zusammengestellt. Immer noch rot hier am Signal, also immer noch HP0. Oh, während der Kollege hier seine Kreise zieht oben. Da haben wir auch noch mal ein ICE im Gegenverkehr. Heißt, die uns hier entgegenkommt, aber der beeinträchtigt uns ja nicht. Machen wir jetzt trotzdem noch mal kurz ein schönes Bild. Wir dürfen aber schon wieder weiterfahren, also die Bremsen lösen. Bremsdruck ist weg und wir können Leistung aufschalten. Oder auch nicht. Bremsen sind komplett gelöst. Auch die E-Bremse ist wieder gelöst, würde ich sagen. Jawohl. So, und dann rollen wir hier mal wieder an. Schön im Hintergrund zu hören, wie unser Zug wieder auseinandergezogen werden muss. Da sich ja die Wogen über Waggons zusammengeschoben haben durch die Bremswirkung und alles eben gegen die Lok gedrückt hat, ziehen wir jetzt unsere Wagen wieder auseinander. So, und wir rollen hier gemütlich an. Hinten auch schön wieder unsere Zugschlusstafeln am Ende zu erkennen. Die Tonleiter wieder raufspielen. Signal wären 100 signalisiert gewesen, Entschuldigung. Wir sagen, dass die Zugkraft hier ausreichend sein sollte. Nicht zu stark hier an den Zughaken anziehen, nicht dass es uns irgendwo eine Schraubenkupplung zerbröselt. Wir wollen unseren Zugverband ja in einem Stück ans Ziel bringen. Sehen wir auch, dass die Sonne aufgeht und es draußen heller wird. Wir sind hier laut Ibula oder laut Anzeige im rechten Monitor im Februar 2010 unterwegs hier auf der Strecke.
rechts hier sein. Ein Stellwerk, Leutersberg. So, dann sehen wir zumindest am F3-Monitor auch unsere ganzen Haltepunkte, die wir durchqueren. Wir nähern uns also Ebringen. Ankündigung für die Geschwindigkeitserhöhung in 900 Metern auf Tempo 110. Bevor wir hier die LZB aktiviert haben, sehe ich zumindest in der Mitte der Schienen keine LZB-Leitung verlegt. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich eben die Grafikeinstellungen etwas runtergedreht habe, wie es das Szenariobauer gewünscht hat. Schauen wir mal, ob uns hoffentlich hier eine kurze Aufnahme gelingt, ohne dass uns die SIVA hier einen Strich durch die Rechnung macht. Beschleunigen. Ja, 160 werden wir nicht fahren dürfen oder können. Die Lokomotive würde das ohne weiteres hergeben. Schöne Kurvenlage. Sie um die Ecke. So eine Vorbeifahrt können wir diesmal leider nicht genießen. Da uns ja sonst die SIVA zum Halten zwingen wird. Ihr könnt mir natürlich gerne auch mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr das dann anders haben wollt, dass ihr sagt, bei solchen Fahrten mit so Rollmaterial wie eben dem RWA Taurus hier ruhig die SIVA ausgeschaltet lassen und ruhig ein paar Aufnahmen und Vorbeifahrten von außen machen. Das ist uns lieber als realistischer Zugverkehr mit allen Zugsicherungssystemen. Ich glaube, die SIVA kann man bei dem Ding hier irgendwo ausschalten über eine Sicherung. Wir müssen uns einmal anschauen, aber ich glaube, das ging irgendwie auch anders als mit der Tastenkombination. Da wäre die Sicherung für die SIVA, die können wir also auch ausschalten. Natürlich auch über eine Tastenkombination möglich, aber wenn man es natürlich hier auch so schön an der Schalttafel machen kann, ist es natürlich auch schön anzusehen. So, dann hätten wir unsere 90 hier mal erreicht. Nachdem wir jetzt keine direkte Vorgabe gehabt haben vom Szenarienbauer, glaube ich, fahren wir halt einfach mit Tempo 90 durch die Landschaft. Jetzt sind wir ja doch noch eine gute halbe Stunde unterwegs. Die wir noch zurückzulegen haben, das ist einmal gute 46 Kilometer. Schauen wir mal, ob wir da noch einige Male zum Halt gezwungen werden. Der ICE oder der Intercity oder Eurocity vor uns sollte jetzt kein Problem sein.
Der dürfte schnell genug weg sein und ja auch nicht hier an dem Haltepunkt stehen bleiben. So, da haben wir jetzt Bad Krozingen. Sitzt immer wieder teilweise doch noch mit den Nachladeruckeln. Vielleicht gibt es da hoffentlich einmal eine Update der Strecke, dass die Ressourcen noch ein bisschen besser geschont werden. Der Teilgrad ist natürlich wirklich sehr hoch, wenn man also sieht, die Signalisierung ist wirklich gut umgesetzt. Da ist schon eine Menge Arbeit hier investiert worden, auch die Oberleitungen. Rechts hier ein Überhol, also hier rechts wäre eine Abstellung, wenn wir jetzt bei der Überholung auch gewesen wären, wären wir wahrscheinlich hier rechts rausgefahren und wären hier zum Halt gezwungen worden. Also wir dürfen hier mal noch weiterfahren. Gleichzeitig ist das Gleis zur Nutzung für Regionalverkehr, der hier am Bahnhof von Bad Krozingen Halt macht und Fahrgäste mitnimmt. Na, ist wirklich nur ein Abstellung, also ein Überholgleis. Der Bahnhof ist hier auf der Hauptstrecke direkt. Den durchfahren wir. Steht schon wieder einer im Bereich, wo eigentlich nicht gehen sollte, wenn wir hier durchfahren. Wenn wir den Jungen einmal kurz anhupen und aufwecken. Unseren Signaleinrichtungen. Einmal ja ein Mikrofon hoch und einmal ein Mikrofon tief, das wir zur Verfügung haben. Ich möchte mal ganz kurz schauen, ob man die vorne am Dach oben sieht. Na, ist ein bisschen dunkel hier. Da hinten zeigt ihr auch nicht, wo man die beiden Hörner hier erkennen würde. Schätzen wir, dass die bei der Lokomotive auch wie bei den anderen oben am Führerstand angebracht sind jeweils. Auf unserem RWA Taurus. Jetzt haben wir ein paar Aufgaben gesucht, wo statt dem RWA Taurus der HRQ Taurus benötigt wird. Mal schauen, dass ich mir den auch einmal organisiere, dass wir hier einmal einen Vergleich haben zwischen den beiden Modellen. Also auf der Webseite sieht, gibt es ja auch für den HRQ Taurus wirklich ein paar schöne Lackierungen und Repaints, die gleich mitgeliefert werden. So, hier haben wir eine Regionalbahn, einmal Dostos, wird wahrscheinlich eine BR101 vermutlich, eine 146er hinten dran haben, jawohl. So, im Moment wäre es wirklich ein schönes LZB geführtes Gleiten hier dem Sonnenaufgang entgegen oder dem Sonnenaufgang hinter uns. Schön ja rechts oben am Führerstand zu sehen, den Lichteinfall vom Seitenfenster, den simulierten Schatten hier auch mit den Elementen, mit dem Mikrofon. Oder dieser kleinen Leselampe hier, wo man hier den Schatten dann auf der Seite sieht. Sehr schön umgesetzt. Jetzt haben wir hier noch im Führerstand. Rollos, die wir auch bewegen können. Von auf Beifahrerseite auch. Schauen wir mal. Ja, wird aber draußen doch, wird auch draußen dann angezeigt. Also auch wenn das Rollo geschlossen ist, sehen wir das dann außen umgesetzt. Jetzt haben wir hier oben noch stehen. Führerstand 1, Höchstgeschwindigkeit 230, die werden wir heute nicht ausfahren dürfen. Die Bremshundertstel für die ganzen Bremsstellungen, die hier oben aufgedruckt sind, ist auch schön umgesetzt hier neben den Lichtern. Hier nochmal der Herstelleraufdruck von Siemens.
war die Geschwindigkeitsänderung auf die 160 signalisiert durch die LZB. Die dürfen wir mir ja sowieso nicht fahren. Hier sehen wir die Spiegel eingekloppt auf der Seite, die wir ja, glaube ich oder vermute ich, hier einmal entweder zumindest manuell ausklappen kann. Bei einigen Triebfahrzeugen kenne ich es halt, da gibt es eine Automatik, das heißt, fährt man unter 5 Stundenkilometer, klappen die Spiegel automatisch auf, fährt man wieder drüber, werden die Spiegel wieder eingeklappt und dann noch ein kleines Klemmbrett. Hier haben wir ein paar Sensoren, die werden wahrscheinlich entweder dienen die schon als fürs ETCS-System oder das sind einfach Melder, die hier die Scheiben überwachen, dass es vielleicht Glasbruchsensoren sind. Hier haben wir noch eine Türbedienung. Das Fenster können wir hier nicht öffnen. Wir haben uns also hier einmal durch unseren Führerstand noch ein bisschen durchgesehen. Hier haben wir die Seitenfahrschaltung. Ich muss sagen, oder Hilfsfahrschaltung, dass man also den Zug auch hier steuern kann, wenn man aufgestanden ist und eben hier beim Fenster rausblickt, bei der Abfahrt im Personenbahnhof oder im Personenverkehr, dass man eben dann hier auch beim Fenster raus sieht, ob noch irgendwelche Leute oder nicht irgendwo zwischen den Gleisen eingeklemmt sind oder noch im Waggon stecken. Also man kann also praktisch diesen Blickwinkel hier dann einnehmen. Gerade noch, oder? Einmal Nullstellung, oder? Oder müssen wir jetzt wirklich stehen bleiben? Ich weiß gar nicht, wie das beim RWA Taurus ist, aber normalerweise haben wir hier dann wahrscheinlich wirklich einmal, dass wir stehen bleiben müssen. Da haben wir jetzt einmal die SIFA übersehen. Schon wieder wird sie sich melden. Kaum passt man mal kurz nicht auf, schon bremst einen in die SIFA ein. So, einmal hier langsam anrollen. Das macht ja die Zugsteuerung automatisch und dann wird die Leistung erst hochgeregelt. Haben wir jetzt schön gesehen, wie die Elektronik, der Bordcomputer, das macht. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wo das Oberstromlimit beim Taurus liegen würde. Ich schätze mal, dass das auch irgendwo so bei guten 500 bis 600 Ampere sein dürfte. Streckt man hier mal den Kopf zum Fenster raus, dann hätten wir doch unsere Seitenvorschaltung oder die Hilfsvorschaltung verwenden sollen, um die PCB zu, um die SIFA zu betätigen. Dann wäre uns das nicht passiert. Aber das ist ja leider hier auch in den Lokomotiven nicht umgesetzt, dass eben die Seitenvorschaltung auch funktioniert. Die dient ja rein nur optischen Dekorationszwecken. Nicht, ob wir auf der Strecke dann auch irgendwo eine Schutzstrecke haben, wo wir das Stromsystem wechseln müssen. Auf die SBB können wir sowieso nicht wechseln, oder ist das das untere System dann? Ah,
unten wir SBB auch mit dem passenden Stromabnehmer. Da wir ja hier unsere drei Pantographen oben haben, weil wir ja in der Schweiz einen anderen Stromabnehmer brauchen, sieht man auch hier ein bisschen zu erkennen. Ich möchte ein bisschen aufpassen, dass hier die Siever nicht wieder reinspuckt, dass das Schleifstück oben schmäler ist als wie bei unserem Hauptstromabnehmer oder bei unserem deutschen Stromabnehmer. Da in der Schweiz die Abstände, glaube ich, die Zickzack-Abstände bei den Abspannungen kleiner sind. Auf der normalen Strecke dürfte das kein Problem sein, glaube ich. Nur in über Weichen, also über Gleisvorfeldern, würde man dann hier wahrscheinlich die Oberleitung zerstören. Dann hier mit Trennwand nach hinten schauen. Könnte man aber sowieso nur den Wahlschalter zwischen 1 und 2 wählen. Wobei 2 gehe ich mal davon aus, der hintere Pantograph ist. Also ich glaube nicht einmal, dass wir den richtigen für die Schweiz heben könnten. Muss ich die mal beim nächsten Mal in der Abstellung probieren, wenn wir hier das Zugsystem auf SBB umstellen und dann den Pantograph 1 wählen, ob er dann den zweiten Stromabnehmer hebt oder wirklich wieder den ersten. Das dauert schon wirklich ganz schön lange, bis die Lok hier den Zug hochbeschleunigt wieder aus unserer Zwangsbremsung. Hier kommt uns ein ICE entgegen. Ist ein ICE 1. So. Damit erreichen wir wieder unsere 90 Stundenkilometer. Zeitvorgabe haben wir zum Glück keine. Wir sind ja kein Personenzug. Display können wir abdimmen nicht. Da sehen wir mal, dass die Zugheizung ausgeschaltet ist, aber die brauchen wir hier sowieso nicht. Ein Teilnehmer müsste wahrscheinlich heißen, dass wir eben nur mit einer Lokomotive unterwegs sind, also keine Doppeltraktion fahren. Da sehen wir dann auch nochmal jetzt wieder die Ankündigung durch die LZB, dass eben in 8000 Metern, also in 8 Kilometern, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 100 erfolgt, was uns aber nicht weiter ins Gewicht fällt oder stört, da wir ja sowieso nur maximal die 90 oder 100 fahren hier. Könnten wir ja beim nächsten Halt, der uns vielleicht einmal passiert, einmal auf die Wagen schauen, was die für eine maximale zulässige Höchstgeschwindigkeit haben. Schätzen wir, dass da wieder die 120 aufgedruckt sein wird. Wobei die 120 normalerweise, so viel ich weiß, ja meistens nur für die Leerwagen gilt, also wenn sie nicht beladen sind und eben bei Beladung dann eben maximal für 100 zugelassen sind. Das wird jetzt wieder ein zu schönes Motiv hier. Wir hoffen,
aufpassen, dass wir das 30-Sekunden-Limit der SIFON nicht überschreiten. Es wird auch schön hell draußen, schön langsam hier um 6 Uhr morgens. Das schon im Februar. Glaube ich, rechts war eine Abzweigung auf eine Nebenbahn, wenn ich es richtig gesehen habe. Wieder ein Kollege entgegen am Horizont zu erkennen. Mal schauen, was uns da entgegenkommt. Oben überqueren die Autos die Brücke, die wir jetzt unterfahren. Dauert ja auch am Links noch einiges Arbeit am Feld zu tun, um die ganzen Strohballen hier wieder aufzusammeln. Cargo aus. Na, ist ein Liegerzug mit einer Dostos-Garnitur hinten dran. Das wird wahrscheinlich wieder eine Baureihe 146 gewesen sein. Hat hier Passagiere aufgeladen oder ab. Ein kleines Regallager hier am Bahnhof. Sind hier der Personenübergang. Das ist jetzt richtig gesehen. Das sind hier die Oberleitungen. Die verlaufen aber auch ganz schön knapp hier unten durch. Da war auch nicht viel Platz. So, Metallbrücke. Was ich mal auch wieder auf Fahrt erwarten, wird bis in die LZB geführt. Gehabt, der die kleine Stadt hier auf der linken Seite wieder aufbaut und nachlädt. Wir schauen, dass ich mir jetzt wirklich vielleicht einmal den, was heißt Luxus oder den Aufbau mal oder die Erweiterung mal gönne und einmal mir noch eine zusätzliche SSD in meinen Rechner einbaue und einmal den Railworks-Ordner und Train-Simulator somit auf die SSD umlagere. Dass vielleicht auch hier die Ladezeiten ein bisschen besser werden. Links dann eine Schnellfahrstrecke, würde ich sagen, wahrscheinlich, auf der unser Personenverkehr unterwegs ist, mit dem Fernverkehr. Hier geht eine kleine Steigung hoch, das ist daran zu erkennen, dass hier
Leistung der Fahrmotoren erhöht worden ist, also die Zugkraft der Fahrmotoren, wie man auch hier rechts im Display erkennt. Kilonewton-Anzeige pro Fahrmotor. So, jetzt haben wir eine Geschwindigkeitsänderung, die für uns auch maßgeblich ist. Das heißt, wir müssen in 4,4 Kilometern runter auf Tempo 70. Nein, liebe Sifa, wir wollen nicht von dir gebremst werden, nochmal. Das wollen wir jetzt tun, nichts vermeiden. Das wäre mal eine Kameraüberfahrt. Oh, hier sehen wir sogar die LZB-Leitung in der Mitte der Schienen verlegt. Hier einmal durch den Bahnhof von Bad Bellingen durch. Schön diese Kurvendurchfahrt, diese Rechtskurve. Der Punkt der LZB dann auch nach unten läuft. Wann also die Automatik beginnen würde, die Verzögerung einzuleiten. Jetzt müssen wir die Leistung gleich mal ein bisschen rausnehmen. Gut 20 Stundenkilometer Geschwindigkeit abbauen müssen. Können wir das Ganze mal durch den Rollwiderstand ein bisschen abbremsen. Das müsste im normalen Signalweg so genau auch angekündigt sein. Bis jetzt habe ich aber noch keine 70er Geschwindigkeitsankündigung gesehen. Ich kann hier kurz die E-Bremse betätigen, während der Kollege hier uns vorbei fährt. Kräftig am Bremshebel, die Automatik. Kann man ein bisschen Strom wieder zurückspeisen. So, und hier Tempo 70 gültig. Kein Wunder bei der engen Kurve hier. Sieht man jetzt eh, dass es eben die Geschwindigkeitsreduzierung ist, wegen dieser engen Kurve hier auf die 70 notwendig. Wenn man ja am Ende oder wenn es hier wieder rausgeht aus der Kurve, wieder auf 100 hoch beschleunigen dürfen. Andere Züge auf 100 wie auf 90. So, aber auch wir müssen dann warten, bis wir den Bereich komplett durchfahren haben mit der kompletten Länge unseres Zuges. Hätten wir mal unseren Roadrunner hier verwenden können, um das Ganze auszumessen. Das ist so eins der witzigsten Features, die es gibt hier auch im Taurus. Und
und wir beschleunigen wieder hoch. Können wir mal bei der nächsten Geschwindigkeitsänderung nochmal durchführen, dass wir einen Roadrunner mal zum Einsatz bringen. Schauen wir mal, ob der Ort auch so klein ist, wie er heißt. Sieht man halt leider auch nicht immer viel durch die verbauten Schallschutzwände. Zumindest haben wir hier eine kleine Lagerhalle links oben stehen. Wahrscheinlich sogar die Straßenschilder zu erkennen mit dem Überholverbot hier, das wir kurz links gesehen haben. Erledigen. Schauen wir mal, wie gut das hier runter verzögert auf die 80. So, einmal Leistung weg, einmal E-Bremse im Betrieb. Ziffer nicht vergessen. Landung sauber erledigt. Die Bremsung eingeleitet. Da konnte ich jetzt den Tunnelnamen nicht erkennen. Ich würde sagen, fahren wir hier mit dem komplett aufgeblendeten Spitzenlicht. Das war jetzt natürlich etwas doof. Das brauchen wir ja nicht die ganze Zeit hier. Vor allem nicht jetzt, da es draußen wirklich so schön hell geworden ist. Schöner sonniger Tag hier im Frühling. Ist leider ein Donnerstag, wie wir sehen, also die meisten Leute bei der Arbeit und die Kinder in der Schule. Ja, die gehen gerade noch außerhalb des markierten Bereiches, das lassen wir mal gelten. Schön hier im Berg zu sehen, auch dieses Werk, das hier eingebaut ist. Da haben sich wieder ein paar an der Wand verewigt, ein paar kleine Schmierer. Die Graffiti-Künstler. Das Licht hochschalten durch den Tunnel durch. Und nach dem Verlassen machen wir das Ganze wieder aus. Ja, das ist die Lichthupe sozusagen. Können wir einmal den nächsten Kollegen mal grüßen. Ob uns noch jemand entgegenkommt, die letzten 8 Kilometer.
hochbeschleunigen. So, nehmen einfach mal den Roadrunner bei der nächsten Geschwindigkeitsankündigung, um den lustigen Sound zu hören. So, warten wir mal auf den typischen Ton, den wir alle kennen, oder die meisten. Da war das berühmte Miep-Miep. Wir haben zwischenzeitlich von der LZB angekündigt bekommen, dass wir in 5,8 Kilometern auf 30 Stundenkilometer runter müssen. Da sind wir ja dann eh schon im Bereich unseres Zielbahnhofs. Also schade, dass die Strecke hier Freiburg-Basel nicht länger umgesetzt worden ist. Das sind, glaube ich, gute 60 Kilometer, die man hier abfahren kann im Spiel. Das geht halt auch, sage ich mal, relativ schnell, wie wir sehen. Hier haben wir auch wieder die Schnellfahrstrecke neben uns. Rausblicken. Laut Signalisierung würde uns hier oben schon die Langsamfahrt angekündigt werden. Mit Tempo 60 dürfen wir jetzt dann, würden wir dann hier noch weiterfahren dürfen. Aber die LZB vermeldet uns derweil nichts. Also bleiben wir bei der Geschwindigkeit. Auch jetzt im F3-Monitor nichts zu sehen. Hier wird es auch wieder angekündigt. Zumindest das Vorsignal drunter würde dann auf Fahrt erwarten stehen. Hier auch wieder die Ankündigung für 60. Dann müsste hier ein Signal oben 60 stehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Hätten wir doch auf die 60 runtergemusst. Wurde jetzt aber so nicht signalisiert. Wurde in der LZB zumindest angezeigt. Haben also die nächste Zwangsbremsung hier. Wieder lösen. Wieder was gelernt. Ich hätte mir mal gedacht, wenn man LZB geführt ist, dann machen die Signale oder haben die hier keine Auswirkung. So, einmal den Schub raus. Und dann können wir hier wieder anfahren. Das würde uns jetzt auch wieder ein paar Meter kosten, bis wir hier auf den zumindest 60 wieder droben sind. Das hätte jetzt auch nicht mehr gebraucht, ein paar Meter vom Ziel. Zumindest noch ein, zwei Fotos machen.
hier geht's aufs Nebengleis rüber, deswegen die Geschwindigkeitsreduktion. Kilometer, dann müssen wir ihn noch wieder verzögern auf die 30 runter. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch ein bisschen Tempo auf. Hier kommt der Kollege mit dem Regionalexpress, den werden wir jetzt wahrscheinlich noch kurz behindern. Na, wir sind schon draußen aus seinem Fahrweg. Mit VTG Kesselwagen. So, ja, wir müssen noch auf Fort und Fort erwarten. Runter müssen auf die 30. So, jetzt nehmen wir die Leistung hin ein bisschen weg. PZB Ende. Mit PZB-Taste bestätigen. Dann sollte eigentlich die PZB wieder anspringen. Hier mit zurücknehmen auf die 30. So, jetzt sind wir wieder in der PZB. Leuchtmelder 55 ist ein. Man verzögert auf die 30 hier. Hier unten am Signal angekündigt werden in der Geschwindigkeitstafel. Das dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen zu bestätigen. Bilderchen machen von unserem Zug. Auch nicht allzu stark beschleunigen, genau, weil es eh die Steigung wieder nach unten geht. Also wenn wir uns im Gefälle befinden, da darfst du jetzt eher die E-Bremse einsetzen als wie die Fahrmotoren. Motoren werden ja auch genutzt, um die Energie zu gewinnen, eben hier, die wir wieder zurückspeisen. Viel ist es ja nicht, weil wenn man ins Display schaut, wir haben jetzt wirklich für diese ganze Strecke, auch bedingt durch die Zwangsbremsungen, die wir hatten, brauchen wir eine Leistung oder Stromaufnahme von 2743 Kilowattstunden. Und bis jetzt haben wir nur wieder 60 zurückgespeist. So, hier haben wir Formsignalumstellung. Helfen hier. So, jetzt sind wir drunter, haben wir keine Geschwindigkeitsüberschreitung mehr. Allzu viel Leistung brauchen wir nicht mehr, weil wir hier in den Abstellbereich einrollen.
schon 285 bereit für die nächste Arbeit. Da vorne steht unser Rangiermeister. Also, Entschuldigung, fahren wir jetzt hier gemütlich auf das Signal mal zu. Nehmen wir mal die Leistung komplett raus. Ein bisschen an der E-Bremse ziehen, damit wir unter die 25 kommen. Da hier mit Sicherheit irgendwo ein aktiver 500 Hertz Magnet liegen wird. Druckluftbremse noch einsteigen, damit wir hier rechtzeitig zum Halten kommen. Wir schützen unseren Zug dann wieder mächtig zusammen. Da warten ja schon 4 Personen auf uns. Bisschen vor. Schön leise so eine Lokomotive hier im Rollbetrieb. Ja, da sehen wir noch winken hier. Dann bleiben wir doch hier in dem Bereich stehen. Unseren Kollegen hier draußen. Fahrtleiter 43 zur Ölf, kuppeln Sie ab und bringen die Lok über den Wendepunkt 090, Bahnwerk Halting 09. Also wie schon gedacht oder wie schon erahnt, anhand des VBF-Vorauftrages müssen wir jetzt hier unseren Zug abkoppeln. Also einmal hier wieder nach hinten zu unserer Lokomotive und einmal die Kupplungen lösen, weil die Jungs wollen es hier scheinbar nicht machen. Nachschauen, mal ganz kurz gucken, für was für eine Geschwindigkeit, dass die Wagen zugelassen werden. Ja, 120, hier steht's. Wie schon vermutet. Und einmal wieder rein in den Führerstand. Bremse lösen. Dann würde ich sagen, wir stellen uns die AFB auf die gemütlichen 25 Stundenkilometer runter. Können wir hier ein bisschen Leistung aufschalten. Da werden wir jetzt deutlich schneller beschleunigen hier. Das reicht, dann können wir ein bisschen vorrollen. So, unsere abgekoppelte Lokomotive hier. Einmal auf den Wendepunkt hier vorziehen. Und dann in die Abstellung mit unserem Arbeitstier des heutigen Einsatzes. So, wie weit müssen wir noch vorziehen? Hier über die Weiche drüber.
So, und ich schätze mal, dass die Abstellung auf der anderen Seite ist. Das heißt also hier mal die Bremsen lösen. Führerstand auf 0. Einmal hier rüber wechseln. Den Führerstand wieder aktivieren und noch Vorwärtsstellung. Wirst du wohl. Wieso lässt du mich nicht? Wir rollen hier ein bisschen, also werden wir mal den Federspeicherbremse mal anziehen. Jetzt lässt sich der Führerstand auch aktivieren. Schauen wir mal, ob wir jetzt auf der richtigen Seite sind. Wir müssen hier noch rüber in die Abstellung 2. Ich hoffe, dass uns der Fahrweg dahin geschaltet ist. Oder müssen wir hier noch weiter vorziehen, aber über den Weichen, über die Weiche sind wir drüber, würde ich sagen. Oder müssen wir hier noch weiter vor? Glaube ich aber nicht, oder? Hoffe, dass wir das jetzt noch richtig gemacht haben hier. Also einmal die Bremse anziehen, wenn es hier schon zu rollen beginnt. Den Federspeicher lösen. Einmal die Bremse lockern und Leistung aufschalten. Rangiergeschwindigkeit 25. Haben wir hier noch ein freies Gleis zur Durchfahrt. Einmal hier rüber. Vorbei an unseren abgestellten Wagen. Abstellung bringen. Hattingen Betriebswerk müsste das wahrscheinlich sein. Oder BBW Bahnbetriebswerk vermutlich mal. Eine sehr schön zu fahrende Aufgabe, wie ich finde. Der Fotomotive haben wir uns halt leider die eine oder andere Zwangsbremsung eingefangen, aber ich hoffe, das macht nichts. Wie schon mal erwähnt, schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, ob wir dann vielleicht so Fahrten lieber mal ohne SIVA fahren sollen, dass wir halt ein bisschen mehr die Außenansichten genießen können und die schönen Vorbeifahrten. Ihr kennt ja, wie ich das sonst immer mache in den Videos. Einfach rein in die Kommentare oder wir sagen, na lieber realistisch fahren mit komplett eingeschalteten Zugsicherungssystemen. So, dann geht es für uns hier an den Prellbock ran. Hier ins Betriebsgelände. Einmal hier gerade drüber. Die Weichenlaternen kann man ja auch schön erkennen. Da vorne geht es für uns dann links weg. Oh, hier haben wir noch einen schönen Wasserturm stehen. Überbleibsel aus der Dampflokzeit, vielleicht ist sie auch noch irgendwo. Na, kein Trichter mehr und keine Anlage mehr, um Dampfloks zu befüllen. So, und dabei wir hier ausrollen in unserer Abstellung,
verabschiede mich schon mal von euch. Hat mich gefreut, dass ihr mit mir mitgefahren seid. Ich hoffe, ihr habt die Fahrt genossen. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns eine meiner nächsten Videos hier auf meinem Kanal wiedersehen würden. Und bis dahin sagt euch der liebe Maverick alles Gute.